Hallo und herzlich willkommen zu dem dritten Teil meiner Serie zum iPhone XS in Space Gray mit 256 GB. Eventuell habt ihr schon mein Unboxing gesehen und eventuell auch die Einrichtung zu diesem Smartphone. Und jetzt möchte ich gerne, um das Gerät auch direkt von Beginn an optimal zu schützen, eine Displayfolie mit euch gemeinsam aufbringen, beziehungsweise so ein Displayglas, so ein Panzerglas. Ich habe mal vorne angefangen, im letzten Jahr ein Produkt des Herstellers Omoton verwendet. Das ist jetzt hier auch noch drauf. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ich gehe mal ein bisschen dichter dran. Hier könnt ihr es seitlich vielleicht sehen. Dieser Displayschutz hier, der ging nicht komplett um diese Rundung seitlich rum. Der hörte hier und hier auf. Im Grunde war ich aber sehr, sehr zufrieden damit. Also das ist mir nicht kaputt gegangen. Hat hier in der Hülle auch gut gepasst. Auch das Handgefühl, das Fingergefühl im unteren Bereich beim Drüberswipen, das ging vollkommen in Ordnung. Deswegen habe ich mir direkt auch wieder die Folien des Herstellers Omoton oder diesen Screen Protector bestellt. Kurz danach wurde mir bei Facebook, das scheint bei mir zu wirken, eine Werbung des Herstellers Spigen angezeigt. Und der hat Displayschutzfolien herausgebracht mit einem recht innovativen Applikator, um das einfacher zentral aufzubringen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich mir die auch noch bestellt habe. An der Stelle ganz wichtiger Hinweis, habe ich selbst gekauft. Ich bin nicht gesponsert oder was auch immer. Bin einfach nur auf deren Werbung aufmerksam geworden und habe mir diese Displayschutzfolien dann gekauft. Von daher bauen wir die jetzt mal auf das Smartphone drauf und gucken uns mal an, wie dieser Applikator so aussieht. Und wenn das alles nichts sein sollte, dann bringe ich wieder die von Omoton auf, weil da weiß ich eben, was ich bekomme. So, zwei Stück sind mit dabei. Ah ja, das sind hier so schöne, okay, das ist zum Reinigen, wahrscheinlich so Alkohol, Tücher etc. Um ehrlich zu sein, mache ich das Aufbringen von so Displayschutzfolien extrem ungerne. Entweder ist Staub drunter oder die Dinger sitzen schief oder ich habe Luftblasen drin. Irgendwas ist immer. Und genau aus dem Grund hoffe ich, dass mir dieses System die Arbeit hier vereinfacht. So, jetzt gucken wir erstmal hier die Anleitung. Ich muss mich gerade mit euch hier selbst einlesen. Es sind zwei Stück dabei. Also wenn das erste schief geht, dann habe ich zum Glück noch zwei weitere. Genau, auch hier ist noch eine Anleitung dran. Die nehmen wir auch mal ab. Ich lege es zur Seite. Also gucken wir mal. Punkt 1. Ich muss die Rückseite gleich, genau hier steht es auch, von dem Ding hier abziehen. Step 2. Dann die Seite, die ich abgezogen habe, aufs iPhone draufsetzen. Danach muss ich dann hier von oben nach unten sliden und dann den Sticker entfernen. Na, das sieht aber jetzt erst einmal nicht so kompliziert aus. Also, das sollten wir hinbekommen. Davor muss ich wahrscheinlich, steht das hier auch noch irgendwo drauf? Nein. Mit Sicherheit das Handy noch säubern, das Display noch säubern. Release Film, Glass Screen Protector, Protect Film, steht nichts drauf. Ah, hier oben, Before Applying, Remove any stickers or screens from protectors, ja. Wash your hands, okay, gucken wir mal hier rein, was da noch steht, weil das muss mit Sicherheit mit so einem Alkoholtuch vorher nochmal gesäubert werden und da ist wahrscheinlich auch, würde ich jetzt mal hoffen, so ein Aufkleber, genau das hier, Dust Removal Sticker, um den letzten Schmutz hier noch mit so einem Sticker runterzuholen. Okay, also machen wir das jetzt mal. Die Reihenfolge sollte ja hier relativ identisch sein zu dem, was man da so handelsüblich bekommt. Also erstmal mit dem Alkoholtuch hier das Display ordentlich sauber machen. Oh, ihr könnt es jetzt nicht riechen, aber das ist hier schon, das riecht schon ordentlich nach Alkohol. So, jetzt machen wir es mal ein bisschen sauber. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt hier ein gutes Ergebnis wird, weil ich hasse nichts mehr als das wunderschöne Display dieses iPhones mit irgendeiner schlechten Folie, mit einem schlechten Protektor zu verschandeln, weil dafür gebe ich nicht mein Geld aus, dass es hinterher aussieht wie ein Smartphone von vor 3 Jahren oder so. So, jetzt machen wir das hiermit mal trocken. Dann müssen wir mit Sicherheit gucken, ob wir noch irgendwelchen Staub da drauf haben. So, das sieht aber jetzt hier gut aus. Da ist aber noch ein bisschen Staub. Jetzt nehmen wir hier diesen Dust Removal Sticker. Okay, die kenne ich eigentlich größer. Das geht aber hiermit auch. Da müssen wir wirklich gucken. Also diese Sticker, ich kenne die normalerweise, dass die ungefähr so groß sind wie das hier, geht einfacher. Also das finde ich jetzt nicht so schön, dass die hier klein sind. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das geht zwar, aber
Wie gesagt, das andere finde ich ein bisschen schöner. So, da unten war ein bisschen was. Ich hoffe, ihr könnt das über die Kamera einigermaßen sehen. Jetzt hängt hier schon Katzenhaar dran. Wir haben zwei Katzen. Das ist immer ein Thema, egal was ich tue. Überall sieht man Katzenhaare. Und unter so einer Displayschutzfolie ist das mit Sicherheit keine gute Idee, wenn da Katzenhaare sind. So, da ist ein bisschen was Festeres. Ist aber jetzt auch weg. Ich gucke mal seitlich drüber. Also so richtig optimal ist das noch nicht. Ich fange, glaube ich, nochmal vorne an. Ich hoffe, ihr habt die Zeit. Gebt euch damit lieber Mühe und macht es wirklich einmal komplett ordentlich, weil ihr ärgert euch hinterher total, wenn das Ergebnis nicht so ist, wie es sein soll. So, jetzt machen wir mal von oben nach unten. So, schauen wir mal. Jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Der letzte Rest hier noch weg. Da. Ja, hier ist noch so ein Mini. Also jetzt sieht es gerade richtig, richtig gut aus. Wenn ich jetzt nicht noch irgendwas drauf werfe oder irgendwas hier vom T-Shirt abfällt oder so, sollte das eigentlich ganz gut sein. So, jetzt ziehen wir hinten im ersten Step, ne, da oben ist noch einer, ja, sieht immer gut, dass ich nochmal geguckt habe, da. Jetzt nehme ich hier im ersten Step, mache ich auch daneben, besser nicht drüber, dass nicht noch was drauf fällt. Hier diese Folie Step 1 Remove Film. So, dann setzen wir das im zweiten Step auf das Smartphone drauf und drücken es runter. So, jetzt hier einmal sliden steht hier, von oben nach unten. Hier sehe ich schon mal eine Luftblase. Ich hoffe mal, dass ich die gleich noch irgendwie wegbekomme. Oh, hier ist sogar eine große Blase drunter. Das zieht sich aber jetzt gerade. Oh, ich weiß nicht, ob ihr es hier gut erkennen könnt. Hier unten drunter zieht sich das gerade irgendwie zusammen. Ja, bin mal gespannt, aber ob wir die noch rausbekommen. So, der dritte Part ist Remove Sticker. So, gucken wir mal, was jetzt passiert. So. Jetzt nehmen wir das mal ab. Aber das sieht noch nicht so optimal. Ah, da ist noch was drunter, okay. So, jetzt haben wir hier noch was drunter. So, müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie rausgedrückt bekommen. Ja, der ist schon mal fast weg. Hier ist noch ein ganz großer. Ah, der ist aber, glaube ich, nur unter der Folie hier, die noch drauf ist. Ich glaube, ich nehme die mal kurz ab. So, jetzt nehmen wir die Folie mal. Ne, der ist unten drunter, seht ihr. So, jetzt nehmen wir das hier noch ab. Jetzt ist es angegangen, jetzt könnt ihr es nicht mehr so gut sehen. So, jetzt drücken wir es nach unten raus. Da ist jetzt irgendwie auch keine Rakel dabei, also diese Plastikteile, um das noch irgendwie mit der Hand nachzudrücken. Ich mache das jetzt wirklich nur mit dem Daumen. So, wir machen es jetzt nochmal aus, damit man das Schwarze des Displays auch gut sieht. Ja, aber so viele Luftblasen sind jetzt eigentlich gar nicht drunter. Also ich glaube, da hatte ich mit dieser Omoton-Folie beim Aufbringen zu Beginn ein bisschen mehr Probleme. Also es lässt sich hier eigentlich relativ gut rausdrücken. Ich glaube, wenn ich mich hier ein bisschen mehr Mühe gebe noch seitlich, dann geht das. Aber so ein Plastikteil hätte ich mir jetzt irgendwie schon gewünscht. Aber naja, also hier unten noch so ein Mini-Ding mit Fingernagel, das ist jetzt weg. Und es geht gut. Also es geht wirklich ganz gut. So, jetzt gucken wir mal. Hier ist noch so ein Mini-Teil. Das lässt sich seitlich mit dem Fingernagel echt gut rausdrücken. So, jetzt gucken wir hier nochmal, dass der noch rauskommt. Ja, es geht. Also mit dem Fingernagel, nur mit dem Daumen ist nicht so optimal. Aber wenn ihr den Fingernagel dazu nehmt, dann geht das eigentlich ganz gut. Also hier sind noch seitlich so ein paar ganz kleine. Ich mache das gleich ohne Kamera und zeige es euch dann nochmal. Hier könnt ihr die sehen. Ist jetzt alles gut, bis auf diesen Part hier. Das mache ich gleich nochmal ohne. Vielleicht erstmal Handgefühl. Ja, geht vollkommen in Ordnung. Ist nicht scharfkantig hier unten. Ich drücke das nochmal ganz kurz raus, dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann schauen wir uns auch nochmal das Display-Ergebnis an, wenn das Handy dann eingeschaltet ist. So, ich habe den Screen-Protector jetzt noch ein wenig von Luftblasen befreit. Es klappt super, wenn ihr das Handy einfach so quer in der Hand nehmt oder je nachdem, wo die Luftblase ist, auch so. Und dann schlicht mit dem Daumennagel hingeht und das einfach nach außen wegdrückt, dann geht das ganz gut. Hier seht ihr es eventuell genau da. Da ist noch eine kleinere Luftblase. Alles andere ist super weg. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich die spätestens heute Abend auf der Couch noch weggedrückt bekomme, wenn sie nicht von alleine verschwindet. Ja, klappt super. Und Riesenvorteil bei dieser Omoton-Folie hier, ihr seht es ja, die ist seitlich, die geht nicht mit um die Rundungen drum. Ne? Sie ist hier ist so ein kleiner Rand und die Rundung ist nicht mitgeschützt. Das ist hier anders. Bei dieser Folie, die geht mit so einem kleinen schwarzen Rand mit um diese Rundung drum. Das heißt, der Schutzfaktor ist hier deutlich höher. Hier bei der Omoton-Folie ist diese Notch hier oben ausgespart. Das heißt, die ist nicht geschützt. Das ist hier auch anders. Die ist komplett zu mit
Folie, also mit Panzerglas hier oben. Nur der kleine Bereich für den Lautsprecher, der ist einmal ausgeschnitten, damit der Ton ordentlich rauskommt. Hier unten auch die Kante, wenn ich drüber fahre, fasst sich super weich an. Ich entsperre es mal kurz. Display, ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt. Egal, wie rum ich das Smartphone neige, ob nach rechts, ob nach links, der Blickwinkel ist perfekt. Das Display sieht genauso aus wie vorher. Also das macht einen richtig, richtig guten Eindruck. Wird sich im Laufe der Zeit zeigen, wie sich das entwickelt. Aber Stand jetzt kann ich sagen, beide Daumen nach oben. Preis-Leistung passt. Zwei Folien sind im Set enthalten. Wenn es bei einer schief geht, habt ihr immer noch eine zweite, mit der ihr einen weiteren Versuch habt. Ich verlinke die euch mal unten in der Videobeschreibung, falls ihr daran auch Interesse haben solltet. So, das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Falls ja, lasst gerne ein Abo da, damit ihr keine weiteren Videos auch hier zu dem iPhone XS mehr verpasst. Und natürlich auch zu der neuen Apple Watch, die ich noch nicht ausgepackt habe. Das werde ich nämlich jetzt direkt nach diesem Video tun und auch das seht ihr in einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Also, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!